Hey meine Rabauken, herzlich willkommen bei Zufällige Rollen. Wir haben insgesamt 10 Rollen, die es zu verteilen gibt. Es gibt Crewmate-Rollen, Imposter-Rollen, neutrale Rollen und den Jester als neue Super-OP-Rolle. Es wird wild. Lasst auf jeden Fall ein Like, da würde ich mich über 10.000 Likes freuen. Viel Spaß mit der Episode. Let's go. Wir sind der Trapper. Okay. Wir können 5 Fallen platzieren. Wir können 5 Wendfallen platzieren. Ich wusste ehrlich gesagt nicht mal, dass es sowas gibt. Wir sind allerdings ein normaler Crewmate. Trapper ist eine Crewmate-Rolle. Ne, ist ja alles random. Es gibt sehr viele Rollen. Fast jeder hat eine besondere Rolle. Die Imposter haben auf jeden Fall beide Special-Rollen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Werden wir im Laufe des Videos alles noch, will hier nichts spoilern, euch erzählen. Es gibt einen Jester. Der ist eine neutrale Rolle. Der wird, also das ist sehr, sehr wichtig, den zu thematisieren, weil der Jester gewinnt, wenn er rausgevotet wird. Und dann verlieren alle. Das ist eine neutrale Rolle. Das heißt, sowohl Crewmates als auch Imposter verlieren, wenn der Jester rausgevotet wird. Dann hat nur der Jester gewonnen. Also da muss man sehr, sehr aufpassen, wie man hier rausvotet. Und ich kann Fallen platzieren, genau. Ich mache jetzt mal hier eine Falle. Ihr seht die jetzt hier. Die anderen sehen die natürlich nicht. Ne? Ey! Sag mal, Flausch hier. Ja, Flausch, kannst du dich mal hier begründen? Ich wollte gerade drücken, da hast du schon gesagt. Scheiß, Alter, die stand neben der Leiche und ich bin da hingelaufen. Das stimmt überhaupt nicht. Ja, Flauschi, ciao, ciao, Alter. Hä, was war das? Warte, aber bevor Nee, wartet, Leute, vielleicht ist Flauschi Jester. Wo war denn die Leiche? Oh, Electrical. Das ist schwierig. Gambo war es auf jeden Fall nicht. Ja, vor allem Gambo, die da am Instant gewotet. Weil das so bei dir rüberkam, als ist dir das Blut ins Gesicht gespritzt. Ja, sie stand halt neben der Leiche. Ja, Junge, nebendran stehen. Du hast es so verkauft, als wäre der die Prime alles durchgeschnitten. Nee, das Kill, den Kill habe ich nicht gesehen. Ben, ah, gut, dann nehme ich wieder zurück. Sagst du, sie stand da so chillig? Ja, so, ja, sie stand da schon chillig daneben. Oder glaubst ja. du, sie ist ein bisschen in Panik gerutscht? Nee, dann wäre sie ja gewendet. Man wendet doch nach dem Kill. Jeder Kill... Jeder wendet nach einem Electrical Kill eigentlich. Du läufst doch nicht unten raus. Beziehungsweise ist sie nicht mal rausgelaufen, sie stand einfach NPC-mäßig daneben. Ja, ja, das ist schon. Handy wurde instant gekillt, der Arme. Also nicht Flauschi wurde. Okay, also wir haben jetzt mal die Vermutung, dass Flauschi Jester ist. Ich sag gar nichts. Aber wo war. Aber es ist ja noch jemand tot. Das Ding ist. Ja, wer ist noch tot? Zu dieser Jester-Sache habe ich noch mal was zu sagen. Das habe ich eben auch Candy geschrieben. Als Imposter, also wenn du jetzt wirklich diese 300 IQ-Moves machst, machst du so oft, also machst halt einen Kill und stellst dich da trotzdem neben, einfach nur damit du als Jester nicht gewotet wirst, obwohl du eigentlich ein Imposter bist. Ja, ja, aber ich denke nicht, dass Flauschi das jetzt in der allerersten Runde instant performt hat. Flauschi ist schon eine Schlaue. Ja, das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Ja, da musst du ja eine Dings finden und dich hinstellen, oder? Das kann sein. Nee, nee, warum finden? Du kannst ja selber umbringen und dich dann so lange daneben stellen, bis der um die Ecke kommt. Nein, Jester kann nicht killen. Jester kann nicht killen. Aber darum Aber wenn du Imposter bist, könntest du ja faken, dass du Jester wärst, weißt du, und da denken die Leute. Aber das ist schon... Und das Ding ist, der richtige Jester kann es auch nicht offenlegen, weil er will ja rausgevotet werden. Ja. Mann, ist das Kraft! Das ist true. Ja, also für die erste Runde würde ich jetzt eher mit dem Jester Call gehen. Jetzt wird jeder Imposter nur noch neben der Leiche einfach rumstehen. Wirklich, die Bekleidung. Ja, das ist halt das Offensichtlichste, was du machen kannst. Okay, also skippen oder was? Boah, aber es ist halt auch ein Double Kill. Was hat denn hier jeder gemacht? Du, ich stand gerade Storage. Ich hab geskippt, ich meinte, ich wurde auf der Map rumgelaufen. Warte, ich sehe mich auf der Map gar nicht, warum sehe ich mich nicht? Ja, wir haben ja verschiedenste Superkräfte hier noch. Vielleicht können die uns ja noch helfen. Irgendwie. Die Hobreaktor gemacht. Der Jester tatsächlich ändert das ganze Spiel, ne? Das ganze Spiel ändert der. Das ist eine Überrolle. Okay, meine Falle ist jetzt wieder weg. Ich glaube, die Falle funktioniert so, man muss in dem Moment in der Falle stehen, wenn Meeting ausgelöst wird. Dann sehe ich, welche Rolle die Person hat. Das ist sehr, sehr strong. Das heißt, wir werden jetzt direkt zu Kameras gehen. Da kannst du hier mal aufmachen, das Brett. Werden vor Kameras, aber Candy ist halt tot leider, werden hier, ja okay, perfekt, wenn die an Kameras stehst, stehst du nicht drin. Ist ja komplett gebroked, wirklich. Mach mal Flausch hinterher. Ey, Zeit zurückgespult. Ja, boah, hat nichts geholfen. Der Reaktor wurde teuer. Hätte es ein bisschen schneller sein müssen. Stimmt, die ist zurückspulen. Okay, einer. Nee! Flauschi ist doch kein Jester. Sie hat instant den Profi-Move gepult. Sie ist Morphling.
dann war das gar nicht. Das war Flauschi, doch, doch, doch. Das heißt, sie hat. Ah. Das heißt, sie wollte sich. Ah, das heißt, die stand daneben, weil die sich gemorft nicht, hat Ben. Und hat's verkackt. Nein. Und war wieder zurückgemorft, bis ich sie gesehen habe. Also Ben liegt in Lower Engine und mir ist Easy gerade in Storage unten lang. Das ja, das stimmt, das stimmt. Okay, ich erkläre kurz. Timelord kann Zeit zurückspulen. Kills rückgängig machen sogar. Morphling kann sich morphen. Jester haben wir geklärt, ist klar. Trapper war ich. Der Imitator kann sich in Tote verwandeln. Das heißt, Lisa, wenn sie noch leben würde, könnte sie zum Beispiel jetzt in Ben verwandeln und als Ben rumlaufen. Der Undertaker kann Leichen rumtragen, Kills, und kann die dann zum Beispiel in Ecken verstecken oder so. Ne? Vor allem, sie haben jetzt einfach völlig blind aus Glück die falsche Person rausgewortet. Also die richtige Person rausgewortet, aber aus Glück. Aber sie wissen jetzt natürlich nicht, dass es die richtige Person war. Das ist das Ding, ne? Gucken wir mal. Flausch hat natürlich jetzt ein sehr gutes Standing und kann vielleicht, auch wenn sie noch allein ist, trotzdem die Runde holen, weil die Leute einfach denken, dass sie Jester ist. Oder es passiert doch das Magische am Ende. Oh, ja, ja, ja. Nee, das willst du nicht. Oh, oh. Okay. Nee. Ja, 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 das ist jetzt... Oh, nein. Flo hat vor mir den Gambo weggehauen. Jetzt hat er gewonnen. Schade, Flo. Der hat jetzt gewonnen. Der hat jetzt gewonnen. Der hat jetzt einfach gewonnen, deswegen. Weil Flauschi sich als Morphling in Flo verwandelt hat. Jetzt die anderen denken, Flo hat den Kill gemacht, aber Flo ist in Wahrheit Jester und hat jetzt einfach gewonnen durch Glück, weil Flauschi sich zufällig in ihn verwandelt hat. Das ist so gestört, Alter. Das kannst du keinem erzählen, Digga. Es ist krank. Nein! Mann! Das ist so random. Das war so unlucky. Ey, Flauschi hat sich in Flo gemorpht, damit den Kill gemacht und Flo war aber Jester und hat deswegen das Ding jetzt gewonnen, Alter. Hä? Was war das für ein so ein Shift? Hä? Ach, ich bin Shifter, ich hab eine Rolle! Nee! Hä? Hä, aber ich hatte doch keine Rolle, oder? Wieso bin ich jetzt plötzlich Shifter? Der Shifter kann mit anderen die Rollen tauschen. Ach, Gambo war Shifter? Ah. Jetzt wissen wir aber, dass Gambo safe ist. Gambo war Shifter und hat mit mir die Rolle getauscht. Und weil ich keine hatte, hat er halt keine bekommen. Und ich bin jetzt Shifter. Das heißt, wir sind beide safe. Wieso zeigt er so komisch der Fall dahin? Hä? Aber hier habe ich doch eine. Ach, kann der Shifter keine Aufgabe machen, oder wie? Ach, der Shifter ist, glaube ich, ach, weil der Shifter eine neutrale Rolle ist, hat er gar keine Aufgaben. Das heißt, wir müssen Shifter irgendwie loswerden. Ich tausche wieder mit Gambo zurück. Haha. Nee, aber Gambo hat ja keine Rolle, das wollen wir nicht. Problem ist an dem Shifter. Ja, ich kann keine Aufgaben machen. Wenn ich mit dem Imposter tausche, mit einem der beiden Imposter, dann bin ich tot. Dann sterbe ich. Das heißt, wir müssen schon. Das heißt, es war schon risky von Gambo eigentlich, dass er mit mir getauscht hat. Aber zumindest wissen wir jetzt, dass Gambo dieses Orbitale safe ist. Aber wieso ist das hier bei mir markiert? Was kann ich denn da machen? Kann da gar nichts machen. Ist einfach aus Spaß markiert, glaube ich, ne? Okay. Meint ihr mit Elina? Meint ihr, Elina ist ein Imposter? Meint ihr diesen Imposter Roni? Oder ich kann... Ich hab Bock, mit Elina zu tauschen eigentlich. Soll ich? Also es kann sein, dass ich dann tot bin. 38059. Ich tausche mit Elina, Leute. Ich muss ja Aufgaben machen. Oder mit Lisa. Und wir verlieren wieder, weil oben wieder irgendwie nichts passiert. 13. Ah, okay. Mikrofon aktiviert. Flo, warum drückst du den Button nicht? So, was ist los? Hä? Also, Flo und ich sind gerade unter Electric den Gang lang gelaufen. Ja. Und da ist komischerweise eine pinke Leiche verschwunden. Und das war dann Easy. Gerade auf dem Gang. Ah, oh, oh. Und ich renne dann natürlich direkt zum Button. Und währenddessen ist Flo einfach weitergelaufen. Ja, wo war die Leiche? Was die war unter Electrical in dem Gang. Die ist so plötzlich weggegangen, so ausgefadet. Wie konntest du den Knopf denn drücken, wenn gerade sabotiert war? Direkt also Ben nach, war dann in der Nähe, muss ich sagen, leider. Ich hab gespammt, ich hab komplett gespammt. Achso, okay. Was sagst du, Kenny? Ben war da in der Nähe gewesen. Das ist interessant, weil ich bin nämlich dieses orbitale Safe. Okay, was heißt das? Na, Gambo weiß das, Gambo weiß das. Ja, Gambo weiß das. Ich will es da nicht verraten, aber Gambo kann mich sichern 1000% und ich kann auch Gambo 1000% sichern. Ja, das dann glaube ich euch beiden mal. Das heißt. Jetzt sind wir einfach beide Imposter. Ja, ja. Wäre stark, aber. Ja, aber dann, das würde doch heißen, wenn die Leiche. Du live gesehen hast, wie die Leiche verschwunden ist, dass Flo der Undertaker ist, der die Leiche halt gerade Huckepack genommen hat. Das kann sein. Also was ist Undertaker? Während Flo drauf war, ist sie weggegangen. Okay. Wer war noch da? Ich hab nur dich gesehen. Weiß ich nicht.
Ein Undertaker halt, macht doch nicht den Leiche wegtragen. Oder doch, der Undertaker kann die Leiche wegtragen. Ja, aber da verschwindet die ja nicht. Da hast du die auch nee, stimmt. Wie hieß die andere Rolle, die Leichen verschwinden kann? Janitor? Ja, Hausmeister, sicher? Ne? Sicher? Ja, dann bist du halt die andere Imposterrolle, Flo. Das ändert ja jetzt nichts an dem Verdacht. Oder? Du kannst ja nicht von weit entfernt die Leiche wegmachen. Gibt's irgendeinen, der die von weiter weg macht? Nein. Also, ich habe da niemand anderes gesehen und sonst hätte Flo ja auf den Knopf gedrückt. Wie weit stand Flo von der Leiche weg? Er stand genau drauf und da ist sie. Und dann ist die verschwunden. Ja. Ja, also Flo weiß ich jetzt nicht. Und er ist ja dann auch weitergelaufen. Also willst du dazu noch was sagen? Also er kann ja auch nicht mal der Jester sein, weil die Leiche ist ja wirklich verschwunden auch. Was ist die Range, von dem man das verschwinden lassen kann? Junge Flo, stell nicht so sinnlose Fragen. Ja, der Wort ist für mich klar. Ich glaube, also ich war noch nie jetzt Janitor, aber ich denke, man muss in der Nähe stehen, oder? Ich vertraue Flauschi blind. Ich habe schon immer getan. Test. Aber Flo verteidigt sich irgendwie auch gar nicht. Ja. Aber für einen Jester hat er zu viel. Nee, das kann. Nee, aber der. Er kann doch nicht zwei gleichzeitig. Ja, er kann ja nicht zwei Rollen haben. Und außerdem hat er nicht gereportet. Ciao. Aber Flo ist wirklich der geborene Jester, ne? Muss man sagen. Der wird eh immer rausgevotet. Ja, ich will halt jetzt nicht sterben einfach. Aber es wäre schon. Also ich kann halt keine Task machen. Aber wer ist denn? Na, Flauschi ist ja safe. Flauschi wird ja jetzt nicht Imposter sein. Also ich tausche mit Flauschi. Aber dann kannst du voll viele saven, ne? Weil das Flauschi weiß, auch wenn sie die Rollen gerafft hat, dass ich safe bin. Bleib stehen, Flauschi. Ich will mit dir shiften. 6, 5. Mal sehen, welche Rolle sie hat. Ob sie überhaupt eine hat. Oder vielleicht ist sie doch Imposter und ich bin tot. Das wäre natürlich eine maue Nummer. Ah, sie ist der Trapper. Okay. Jetzt bin ich Trapper. Jetzt kann ich es endlich mal abusen. Wir wollen auf jeden Fall... wir wollen hier auf jeden Fall eine Falle platzieren. Damit, also ich drücke nicht gern, wo ich stehe für die Falle, damit, falls jemand die Emergency drückt, dass man da sieht, ob er der... Und Kenny, Camps ist viel bigger. Warte, drückt sie. Nein! Fabi hat sich in mich gemorpht, das habe ich gesehen. Ben ist tot! Den habe ich gerade eben noch in der Cafeteria gesehen! Ben hat meine Rolle geklaut! Wer, was? Was ist passiert? Ben hat meine Rolle geklaut. Ben hat deine Rolle geklaut? Ja, nein, das kann nicht sein. Du kannst mich nicht gesehen haben. Ich hab dich gesehen. Flauschi, wo denn? Warte. Stopp. Lisa war oben aber, ne? Also wenn jetzt Ben oben liegt, hat jemand gerade gesagt, Lisa ist ganz oben rechts. Okay, was hat Flo war Janitor, genau wie wir es gesagt haben. Ben hat die Rolle geklaut. Und wenn, woran machst du das aus? Weil er jetzt da tot so ein Zeichen war und ich jetzt eine andere Rolle habe und da stand, du kannst Rollen klauen. Wait! Gibt es nicht eine Rolle, dass wenn man sich in jemanden reinmorft, dass man dann stirbt? Ja, Gambo, du weißt es doch. Wir haben es doch gemacht. Also nur, wenn es Imposter ist, stirbst du dann. Ich war kein Imposter. Ich war vorher... Ich musste so Fallen legen, so Fake-Vents und Fallen. Das Ding ist durch, Flauschi. Hä, seid ihr doof? Nein, ich bin doch viel später. Ich habe das eher gemacht. Er meine hatte. Hä, warte, jetzt komme ich durcheinander. Ich verstehe gar nichts mehr. Lisa war oben. Aber es gibt gar keinen. Guck mal, die Runde gibt es gar keinen. Du bist komisch hinterhergelaufen, sorry, ne? Also, sehr komisch. Elina hat das ja richtig gecheckt. Elina hat es haargenau perfekt gecheckt. Fabi hat sich in Elina verwandelt und mich gekillt. Ich werde jetzt die Rolle von Ben einmal nachlesen, damit wir Bescheid wissen. Ja, okay. Und jetzt werde ich dann wieder in Metzger auch gerade dabei, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich kann mich in Leute verwandeln. Verwandle ich mich in einen Imposter, bin ich automatisch tot. Aber ich war ja kein Imposter. Ich habe nachgelesen und Ben ist draufgegangen, weil er sich in einen Imposter verwandeln wollte. Ja, dann wollte ich habe Fake-Vents gelegt und musste so fallen. Nein, also ich hatte schon recht, weil ich wusste, dass Ben meine Rolle hat, weil ich davor Shifter war. Ja. Und deswegen kam der Call von Ben, mit dass ich ihn Gigas helfen kann. Aber das weil von ich Flauschi klingt irgendwie glaubwürdig, muss ich leider sagen. Also ich habe Angst, dass wir jetzt Flauschi rauswerfen. Sie war es nicht. Ich bin's nicht, ich war vorher Trapper. Warum ist Ben denn jetzt draufgegangen? Das kann ich dir nicht. Es gibt auch noch Imposter, die Leute killen. Also das Ding ist ganz komische Sache. Also pass auf, ich möchte mal kurz meine Sicht erklären. Und ich habe links nämlich alle Aufgaben erledigt. Dann dachte ich mir, okay, ich gehe jetzt den anderen Weg. Also gehe ich oben lang, wollte dann Richtung Cafeteria. Dann habe ich Fabi gesehen. Er hat mich gemorpht. Ich war nicht oben. Hallo, also wenn er sich morpht, kann er nur Imposter sein. Das kann nur der Imposter. Kann nur der Morphling. Weil ich halt melden wollte, dass Fabi sich in mich gemorpht hat. Und in dem Moment ist scheinbar Ben gestorben und ich habe dann den Knopf gedrückt.
Ja, dann ist doch klar, dass Fabi ist. Hast du jemanden in Cafeteria gesehen? Ich hatte Ben in Cafeteria gesehen. Ich hatte, glaube ich, also ich weiß nicht, ob ich, also ich weiß nicht, wen ich da noch gesehen habe. Da war noch jemand. Ja, aber Lina, du hast gesehen, dass Fabi sich gemorpht hat. Das ist doch der Beweis schon. Oder Ben hat sich die ganze Zeit gemorpht. Nein, ich kann mich nicht morphen. Du weißt doch, dass ich Shifter war. Ich bin jetzt Shifter, was soll ich dir sagen? Aber wie soll das funktionieren? Weil du mit Ben die Rollen getauscht hast und jetzt Ben mit mir die Rollen getauscht hast. Ja, Flausch ist die Einzige, die was checkt. Ich war vorher Trapper. Ich kann das alles nicht. Ich kann Flausch ist richtig sauer. Sein. Ja, Mann, Junge, welches ist die Einzige, die was checkt, Alter. Fanny Lina sieht's einfach, deckt's perfekt auf und die verlieren aber irgendwie den Fokus und labern über irgendeine Shifter-Scheiße. Wirklich, ey. Das shiftet mir doch die Scheiße. Mann, ey. Ey. Ich schwör's euch, das ist in der Mod schwerer. Das ist sonst, in Vanilla mache ich das immer first. Warte, wir wollen auf jeden Fall hier dem Morphling zugucken. Der hat doch fast kein Wort gesagt, ne? Schweinebacke, Alter. Der hat sich da so rausgehalten. Ja, Candy, ciao, ciao, euer Candy. Nee, killt ihn nicht. Okay, komisch. Ja, er will sich natürlich morphen, ne? Aber wenn er sich jetzt morpht... Ja. Guck mal hier. Hä? Irgendeiner... Der Wendt ist irgendwie kaputt. Mann, ich wollte mit der Falle jemanden aufdecken, aber ich kam nicht dazu, die Fallen ordentlich zu platzieren. Du musst halt hier eine Falle platzieren, du musst hier in dem Wendt eine Falle platzieren. Ah, dann war Dings Flauschi das, ne? Deswegen ist das blockiert. Ich möchte mich übrigens recht herzlich entschuldigen, dass ich hier nie Imposter werde, aber ich denke, wir haben jetzt zwar wie viele Aufnahmerunden bin ich jetzt am Stück Crewmate geworden? Ey, ich sag euch, wie 15 Stück, sage ich. 15! Das soll mir mal statistisch jemand hier mal ausrechnen. Das ist ja auch Quatsch mit Soße. 15 Runden hintereinander Crewmate. Mann, ich will aber Fabi zugucken. Eigentlich interessieren mich die Aufgaben gar nicht, oder? Was hat hier ein Kill passiert? Hat sich da jemand gemorpht? Hab ich da was gesehen im Spiel? Nee. War schnell Fabi vor passiert, ja. Ja, Fabi ist in den Cams. Macht natürlich... Und Timelord steht da. Na, Lisa kann ja Kills rückgängig machen, ne? Aber es ist halt schwer, das anzuwenden, weil... Ich weiß nicht genau, wie viel man dann... Ja, und Elina... Oh! Lisa protected sie! Herr... Das musst du doch wegrennen auch. Hä, wo hat sie es jetzt reingesetzt? Ja. Ciao, ciao. Okay, ja? Oh. Oh. Hä? Das Klärchen. Warte mal. Fabian, okay, wo bist Fabi. Du? Ich bin in den Camps. Ja, also ja, wir waren jetzt an, sorry, aber wir waren alle beieinander. Elina ist Timeshifter oder Gambus Timeshifter, weil neben mir das gerade passiert ist. Gerade lief die Zeit zurück. Elina, ja, bist du Timeshifter? Nein, aber. Dann ist Gambo das eigentlich, oder? Nee, bin ich auch nicht. Wieso lief die Zeit bei euch auch von zurück? Mann, ja. Ich höre hier auch gar kein mehr. Es ist alles so leise, Mann. Fabi, was bist du für eine Rolle? Ich höre dich. Nö, Morphling kurz. Ist der. Habe ich von Anfang an gesagt. Ich habe doch gesagt, der hat ja, ziemlich. Ja, ich denke auch. Ich ja, denke, weg mit ihm. Los. Also Time. Isa war Time Lord, nee, ist gestorben. Nee, könnte man das ja so, was meinst nerven. Du, Andy? Was für eine Rolle bist Andy. Du? Andy. Andy. Ja, wenn er jetzt nicht Time Lord sagt, wissen sie es. Crewmate. Was? Einfach ohne irgendwas, einfach Crewmate? Ich bin einfach Crewmate. Ja, verraten. Ha, er hat verraten, Idiot. Aber wenn Lisa da ist, checkt es doch jetzt, dass Lisa dann Timelord gewesen sein muss. Denk doch mal nach. Wissen wir nicht. Oder? Nee. Also vielleicht ist das als Außenstehender. Oh, also ich bin Camps links. Ich weiß nicht, wo... Ja, ich er hat es doch gerade verraten, er hätte Timelord sagen müssen. Und hast du Lisa an der Cam gesehen? Ich habe Lisa nicht an der Cam. Er muss leider sagen, mein Vote ist bei Fabi eigentlich leider. Candy pusht mir aber gerade zu sehr. Ah, Lisa, wir haben es gewotet. Fabi, ich auch. Ist durch. Fabi, wen hast du gewotet? Ich hab Candy jetzt gewotet, wenn er mich votet. Hä, was ist denn das für eine so doofe Frage? Ciao, ciao, ich bin enttäuscht von dir, Gambo, wirklich. Dass du mir nicht glaubst. Ich hab so geschrien. Bin so enttäuscht von dir, Gambo. Oh. Geil. Das Problem ist, ich bin eigentlich der denkbar schlechteste Jester. Leider. Weil die Leute wollen fertig die Aufnahme versauen und werden mich nicht einfach am Anfang random rausvoten. Das ist ein bisschen das Problem an der Geschichte. Das heißt, es ist eigentlich für mich fast unmöglich zu gewinnen. Die Leute werden mich halt nicht rausvoten. Also werden sie schon, aber nicht am Anfang. Okay, wir müssen ein bisschen chillen. Das Ding ist, was? Ich darf halt nicht gekillt werden. Das wäre doof. Wäre lustig, wenn ein Shifter mir die Fähigkeit klaut. Also wenn er dann Jester wird. Aber dann weiß ich, dass er Jester ist. Das ist krank. Überlegt mal. Der Shifter kommt zu mir... klaut mir die Fähigkeit, dann werde ich ja Shifter. Er wird Jester, dann weiß ich... Ah, oh, uiuiuiui. Dann weiß ich aber, dass er Jester ist. Eigentlich hast du auf jeden Fall ein Interesse, als Shifter zu shiften und das möglichst schnell. Da musst du ein Risiko mal eingehen, damit du einfach... da können dich ja Leute saven. Ne? Das ist halt schon strong. Ja, easy, ey. Mikrofon aktiviert.
Easy. Nicht Candy, oh. Nein. Easy stand neben der Leiche. Ich stand nicht neben der Leiche, ich bin gerade hingelaufen zu der Leiche, Ben. Ich hab gesehen, dass du da von oben kamst. No, weiß ich nicht, also das sah mir sehr nach... Nee, okay, aber ich bin gerade hingelaufen, wirklich. Wer war denn da noch? Da war da noch jemand? Es waren richtig viele Leute da. Ich bin dann runter zu Antrieb kurz. Wo denn? Und dann, als ich wieder hochkam, lag da... Candy ist das, genau. Und Ben kam gerade von... Oh. Ich glaube von oben. Wo von liegt die Leiche? Ja, ich kam von oben. Bei Reaktor. Direkt, ich glaube, Candy hatte vorhin, als wir... Hat er nicht die Aufgabe gemacht davor? Ja, ne? Es sah halt prime sus aus. Also ich wusste schon so sagen, wie es ist. Ja, ich bin gerade im Schlaf, was soll ich dazu sagen? Also, ich glaube, sie hat irgendwie versucht, die Leiche verschwinden zu lassen und weiß aber nicht, dass es ein Cooldown ist. Das ist mein Hot Guess. Ich habe geguckt, ich muss ja dann auf Melden klicken und ich habe geguckt, dass bist ich bei der Maus den Button treffe. Bist du Janitor, Easy? Hä? Wer? Moment, zu Chester? Was ist, ich kenne die Rollen nicht. Ich hab einen ganz, ganz Hot Take. Easy hat den Kill gemacht und wollte den mit ihrer zweiten Fähigkeit als Janitor instant verschwinden lassen, weiß aber nicht, dass es ein Cooldown hat. Ich wusste nicht mal, dass es die Fähigkeit Janitor gibt und was das ist. Ben, du traust mir zu viel zu. Ich weiß nicht, Easy. Oder es ist du hast doch schon heftige Runden abgeliefert. Nee, ja, Jester also könnte auch Gambo sein. Also ich hab mit Gambo bei Admin gechillt. Bitte was? Ja, es ist oh, ja nur, es ist jetzt Admin, nur... Aber warte, nein, ich nicht. Das war nicht auf der Ecke. Dann war es nicht du, aber irgendwer war bei Admin. Wer war da noch auf der Ecke? Vielleicht war das ein Gemobter. Ich wollte gerade sagen, es kann sein, dass es ein Mobbling ist. Ben, Easy und noch irgendwer. Noch irgendwer, ne? Wer war denn gerade bei Admin? Es haben zwei Reaktor gemacht und zwei waren auch noch da. Also ich war auch noch drüben. Ich bin jetzt in Cafeteria gegangen. Ich bin dann über Upper Engine, bin ich in Wurde hier irgendein Shifter geschiftet, irgendwas? Ne. Also wenn ach so, genau, ich habe noch eine Frage. Wenn kann hier jemand... Auch, ja, sorry. Kann man auch keine Rolle haben? Ja, natürlich, klar. Okay, ja. Wenn hier jemand Shifter ist, würde ich ihm auf jeden Fall empfehlen, schnell zu shiften. Okay, dann ist natürlich das Risiko, dass man stirbt. Aber dann ist man halt auch safe, wenn man es erfolgreich gemacht hat. Ne? Plus kann man eine andere Person safen. Das ist schon sehr stark. Ja. Das war noch Gambo. Ja, letzte Runde hat genau Gambo das gemacht, aber genau. Diese Runde, Nein, bei mir im Admin war Gambo. Das kann ja auch gemorpht sein. Es kann gemorpht sein, dann hast du... Wer war denn da? Also dann wolltest du gerade... War das hier... Und Ben eigentlich nur auf der Ecke. War das eine Sekunde vor Ende jetzt, Flauschi? Also ganz klar, ich bin jetzt gerade so in Lager. Ich bin nämlich ganz woanders. Dann hast du vielleicht einfach nur Glück, dass der Morphling dich nicht gekillt hat, weil es vorher halt Dings war. Das kann sein, ja. Elina ist mir verdächtig ruhig. Ja, also ich... Ja, raus mit der! ich war Reaktor und dann bin ich nach unten gegangen und Electric. Da ist übers Haus raus. Ja, alles gut. Ah. Ich könnte wirklich denken, dass Easy einfach Jester ist, weil sie so redet, aber sie kann es ja nicht sagen. Also, das war Prime Sus. Ich denke, das ist wirklich dieser Guess mit, sie ist Janitor. Ja, warte, wir halten auf jeden Fall Abstand zu der, Alter. Es war Janitor und sie... hat die Fähigkeit falsch, hat es nicht gecheckt. Bei der Janitor ist nämlich das Tricky-mäßige. Du kannst gleich ihn verschwinden lassen. Ja, das ist natürlich sehr OP. Aber, ach, ich habe ja gar keine Tasks. Ich wollte gerade so erfolgreich Tasks machen. Aber du hast einen Cooldown darauf. Das heißt, wenn du jetzt einen Kill machst, resettet sich auch der Aufräum-Cooldown. Du kannst also nicht einen Kill machen und den Instant verschwinden lassen. Du kannst halt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Leiche von einem anderen Imposter-Kollegen findest, die kannst du verschwinden lassen, ja. Du kannst aber nicht die Combo machen, das geht nicht. Das ist halt das Ding an der Sache. Ja, Easy läuft da rum. Fabi, Easy macht eine Task. Mit diesem Fake-Task kann man oft Leute überdingsen, ne? Hau ab, Elina, Alter, ich will nichts von dir. Oder drück die jetzt. Ah, doch, drückt. Microphone activated. Oh, wie langweilig. Ben, wolltest du gerade Knopf drücken? Nee, aber Elina hat gedrückt. Okay, ja, ich hab Ben da auch gesehen. Ich hab einen Antäuscher gemacht. Ja, weil du bist nach Camps nämlich so zielstrebig nach oben weg. Ich dachte, du hast irgendwas gesehen. Ja, dich. Okay. Und mich. Und ich hab alle gesehen in den Dings. Ja, Entschuldigung, war quatschig. Was soll das erziehen, Elina? Ich würde sagen, geboten sie mal einfach, um ihren Denkzettel zu verpassen. Natürlich. Ja, es passieren halt nicht viele Kills, ne? Wie schaff ich's, rausgevotet zu werden? Es wäre so geil, wenn ich das gewinnen würde. Ich muss halt neben einer Leiche stehen einfach. Problem ist, wir haben die interne Regel gemacht, dass Imposter das nicht machen dürfen. Weil das wäre dann zu heftig, das wäre zu manipulativ. Da könntest du Among Us nicht mehr spielen mit Jester und so. Und dann fangen die Imposter an, neben den Kills rumzustehen und zu sagen, ja, aber guck mal, vote mich raus, ich bin der Jester. Dann traut man sich nicht, den rauszuvoten. Der ist aber eigentlich Imposter, versteht ihr? Das wäre viel, das wäre zu crazy.
Ja, ich muss mich einfach sass. Ich muss mich sass verhalten. Lisa kann ich, denke ich, schon mal einen guten Grund sass hier. Junge, hier wird wirklich kein Kill gemacht. Wer sind denn die Imposter? Oh, Fabi. Der liegt genau auf Matt auf dem Scanner drauf. Nicht Fabi! Oh, nein, der Beste. Spaß. Nein. Kurz. Nicht Freaks. Ey, du bist tot, darfst nicht reden. Haben wir irgendwas gesehen? Ich hab nur gesehen, bei Electric ist gerade die Tür zugegangen, als ich da raus bin. Die Tür ist zu? Ui, ui, ui. Na, Elina stand da im Reaktor. Die wird den Kill jetzt nicht gemacht haben. Nee. Flo, du standest auch Reaktor, ne? Da in der Nähe. Ich war da auch. Ich auch. Und Easy war auch da. Ja, ich war da auch. Ja, dann waren wir ja jetzt alle da. Dann hat ja auch keiner, aber hat keiner den Kill. Aber Gambo war doch nicht da, oder? Doch, natürlich! Ich bin da nachgedrangen! Simon Says! Hä, kann das jemand bestätigen? Ja, ich ja, danke, Gambo, dass du es selbst bestätigen kannst. Nein! Ich sag sogar Real Talk. Aber was ich sagen muss, warte mal, Ben, kannst du dich dran erinnern? Wir sind von Storage nach links gelaufen. Ja. Dann kam Gambo so, ich find's komisch, aus Electrical raus. Dann bin ich da hochgelaufen, um zu gucken, ob er da jemanden getötet hat. Erst sind wir bei Electrical rein, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, genau, ich bin aus Electrical raus und wieder rein, um zu gucken, ob da was passiert ist. Dann sind wir raus zu Lower Engine. Genau, und dann ist Gambo hoch und dann kam er uns wieder entgegen. Ja. Was ist, wenn er davor in Medbay war, den getötet hat, dann in Electrical gewendet ist und dann raus ist? Das ist tatsächlich sehr naheliegend, ja, true. Das ist überhaupt nicht naheliegend. Ist er, weil, Gambo, was hast du da oben gemacht? Weil du bist hochgelaufen, also von Lower Engine nach oben und bist eine Sekunde später wieder runter. Da kamst du mir dann entgegen, da wo der Time-Dings zurück war. Oh, boah, das ist hier schon... Warte mal, der Timer war nicht bei Lower Engine. Doch, war er. Das ist ja wie Storastik hier. Nein, hast schon recht, schau mal. Rausgekommen ist aus Electrical. Ich bin über Storage Richtung Electrical. Will der Timelord verraten, wer der Timelord ist? Hab ich doch gerade gesagt. Achso, okay. Sorry. Ja, ich hab's nicht gecheckt, sorry. Aber war jemand... Hä, das kann gar nicht sein. Ich bin Timelord. Spaß. War jemand kurz vor dem Time-Step in... Medbay drin. Oder kurz danach. Nö. Sagen wir es so. Ich war da, glaube ich, in dem Raum noch nicht einmal die ganze Runde. Weißt du, dass Ben bei dem Time-Ding aus Electrical rausgekommen ist? Also es kann auch sein, dass er gewendet ist. Nee, kann ja nicht sein, weil Elisa mich gesehen hat. Ja, Ben ist mit mir von Storage nach Electrical gelaufen und dann... Ja, das hast du nämlich, Flauschi. Wenn du nicht Time-Lord wärst, würde ich dich jetzt voten, so ein Ding. Na, Gambo ist schon Gigasass. Weil Elina und Flo können es ja eher nicht gewesen sein. Flauschi ist sowieso safe. Lisa und ich sind... Ich würde euch wirklich sehr, sehr stark raten, mich nicht rauszuholen. Also, jetzt mal... Nee, aber wir wollen nicht diesen... Wirklich? Aber zwei Dinge kurz. Wir wollen nicht diesen Ultra-Giga-Sass von Easy aus der ersten Runde vergessen, wo sie neben der Leiche stand und angeblich aber behauptet, dass sie nicht daneben... Period! Aber stand ich daneben oder bin ich gerade hingegangen? Ich bin gerade hingegangen. Na, aber das sah mir nicht nach hingegangen aus. Es waren hingegangen. Dann guck dir die Aufnahme nochmal an. Ja, okay, ich guck sie mir jetzt an. Wir machen kurz Pause. Kurzpause. Okay. So dumm, dass man die Votes nicht sieht. Was passiert? Oh, also das ist wirklich eine absolute Frechheit. Das darf sie Frechheit, sagt er. Ich habe Flauschi gewotet. Also ich denke, Flauschi ist übers Hass. Die Sache ist, wenn es Gambo ist, dann ist es halt safe auch. Mann, ich muss mich sass machen. Kriege ich mich sass? Flo hat sich gemorpht. Ja, Problem ist, dann verliere ich jetzt als Jester. Ich habe gar kein Interesse, den jetzt zu basten. Warte mal. Flo wird mich jetzt... Flo wird ja... Ach nee, aber Flo ist nicht unbedingt der Typ dafür, dass der mich jetzt hasst. Ich bin Prime am Arsch. Was mache ich jetzt, wenn die Crewmates gewinnen? Das bringt mir gar nichts. Ich bin Jester. Wenn ich jetzt sage, Flo war's und die voten Flo raus und gewinnen, habe ich verloren. Das bringt mir gar nichts. Ich werde Flo nicht verraten. Ich hoffe, dass Flo mich hasst. Bitte, Flo, sass. Ich habe gesehen, wie du dich verwandelt hast. Du Sau, Alter. Was mache ich jetzt? Es ist ja gar nicht so einfach jetzt. Ja, die will, dass ich drücke, also drücke ich mal. Ich drück mal für dich, Elina, ne? Dankeschön. Junge, Flo stand da anders lang und hat den Code nicht eingegeben. Der wollte uns sterben sehen. Hallo? Flauschi ist gestorben? Hallo? Hallo? Ja, aber... Ist da wer am Apparat? Wer hat jetzt wen reportet hier? Ich habe Button gedrückt, weil Elina drücken wollte und sie konnte nicht mehr. Sie hat ja schon mal, da dachte ich mir, Oma. Achso. Flauschi ist tot, oder was? Ja, aber das weißt du ja, du hast sie ja getötet. Ich war in den Camps die ganze Zeit, falls jemand fragt. Ja, zufällig genau da, wo nicht Reaktor ist. Ich habe was gesehen. Oh! Ich wollte aber warten, was die Leute so erzählen. Okay. Flo,
Flo hat sich vor mir nämlich verwandelt und ist mir dann hinterhergerannt. Hä, hab ich nicht? Ja, Flo, halt die Klappe, komm, ist gut. Nein, 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 wenn nicht diese Runde, please. Flo hat sich da wie eine Eins verwandelt und ist mir hinterher gesprintet. Aber in wen hat er sich verwandelt? Ja, das weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, keine Ahnung. Aber das kann denn nur der Imposter oder was? Das ist eine Imposter-Rolle, ja. Morphling. Okay. Also ist es Flo safe? Erwischt. Und Flo wollte das auch nicht fixen, nochmal so fürs Protokoll, deswegen wollte ich auch drücken. Aber Ben hat für mich gedrückt, weil ich meinen schon verbraten habe. Der wollte uns alle sterben. Oha, okay. Mucki. Ich werde hier behindert beim Spielen, Mucki. Mikrofon muted. Es ist so aufgegangen, mein Plan. Jackpot, Alter, ich hab euch so outsmartet. Boom! Wer hat jetzt Ben gewotet? Ja, natürlich die beiden Imposter. Und ich hab mich selbst gewotet. So ein Ding, 200 IQ war das. Ich wusste nämlich, dass es Easy und Flo sind. Und ich wusste, wenn ich jetzt Flo baste, werden Easy und Flo mich voten. Ich habe mich auch selbst gewotet und da wusste ich, dass ich gewinne. Das war krank. Okay, das ist echt krank. Geil, deswegen habe ich erstmal abgewartet, was die Leute so sagen. Und da bin ich auf die Idee gekommen, Alter. Und ich hoffe, euch hat die Episode sehr gefallen. Das war eine absolut geile letzte Runde. Würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Like abgebt. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.